Moin moin und hallo, heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr euren Ölintervall zurücksetzen könnt und zwar mit der Benutzung eures internen Computersystems im Auto. Wir sitzen im Fahrzeug und ich habe Zündung an, wie ihr seht, Öl noch 19 Tage Rest. Das geht weg nach einer Zeit, wie ihr jetzt seht, ist es weg. Die Ölanstandsintervallanzeige informiert euch also, dass ihr einen Ölwechsel vollziehen solltet. Das ist meistens nach 365 Tagen. Also einmal im Jahr Ölwechsel ist wichtig für heutzutage rumtuckernde Motoren. Das sind nämlich TFSI-Motoren. Da ist das Öl wirklich eine wichtige Komponente. Um nach einem Ölwechsel, den ich ja jetzt gerade gemacht habe, ein Ölintervall zurückzusetzen, das könnt ihr im Fahrzeug erstens über die Kombination da vorne, aber es geht auch über euer Multimeter-Einheit. Über die Multimedia-Einheit. So, das heißt, wir gehen hin und öffnen unser Display. Jetzt haben wir hier unten die Möglichkeit, uns navigatorisch zu betätigen. So, jetzt gehen wir unter Car, drücken einmal drauf und dann sehen wir schon, dass wir, ich muss mal austappen, in Car reingehen. Dann sehen wir Fahrzeugeinstellungen. Also ihr seht, hier kann ich hoch und runter und mit Drücken wähle ich es aus. So, ich gehe jetzt mal näher dran. Jetzt können wir hier auswählen. Service und Controller. Reifendruckkontrolle. Service-Intervalle. Hier seht ihr, der nächste Ölwechsel sollte in 19 Tagen passieren. Der nächste Inspektion in 47 Tagen. Wenn ihr jetzt einmal nach unten switcht, dann steht da Intervall Öl zurücksetzen. Jetzt möchten Sie das Ölwechselintervall wirklich zurücksetzen? Ja, ja, das wollen wir, weil wir haben ja den Ölwechsel durchgezogen. So, jetzt gehe ich mal ein bisschen raus. Vielleicht sieht man das jetzt da. Und, yep, der Ölwechsel wurde zurückgesetzt. Und jetzt sehen wir hier auch 365 Tage, 15.000 Kilometer Restreichweite. Nice, so easy geht das über euer System hier. Zurück, kommt ihr wieder auf zurück. Lass es nochmal gehen. Hier, rechts und links bedienen, dann unter K, dann unter Service und Kontrolle, Service Intervall, dann seht ihr erstmal euren Service Intervalle selber vom Fahrzeug. Einmal runter, Intervall Öl zurücksetzen. So easy peasy könnt ihr nach einem Ölwechsel euren Ölintervall wieder zurücksetzen. Und wenn ihr dann beim nächsten Mal startet, dann bleibt euer Display auch wieder chillig und geht direkt auf die Trip- und Kilometeranzahl. So einfach. Also es gibt zwei Varianten. Einmal über Tastenkombination, habe ich ja schon gezeigt. Und einmal über das Heads-Up-Display. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Soon, soon.